の遺留忍術の力よ。So, nein. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe mit dem Titel FX Sound Quiz. Diesmal live, sogar mit Cam. Also, da ist was Besonderes ist und ich habe lange drauf gewartet und ich habe mich extra fein angezogen. So, und meine gecheckten Tiere sind auch dabei. Nein, okay, bleiben wir mal beim Thema. Ja, also. FX Sound Quiz, ne? Herzlich willkommen erstmal bei der ersten offiziellen Ausgabe am 1. Oktober, 18 Uhr. Wer jetzt erst reinschalten tut, hat den richtigen Punkt erwischt, richtige Zeit erwischt. Diejenigen, die erst später entscheiden, haben leider schon ein paar Minuten vergeudet. Aber wenn so lange noch kein Kommentar abgegeben ist, seid ihr noch auf der sicheren Seite. Also, es kann beginnen. Ich sage jetzt einfach mal Quiz, ne? Also Quiz, FX Quiz. So, kurze Erklärung, FX Quiz. Was bedeutet das für euch? Die Frage ist nicht die Frage, sondern es ist ein Gewinnspiel, wo man was gewinnen kann. Wie zum Beispiel Spiele, Controller. Controller wahrscheinlich weniger, das wird ein bisschen zu teuer für mich. Also ich denke mal eher ein Spiel, Schlüsselanhänger. Oder sogar 20 PS. Okay, 20 PSN-Karten wären, glaube ich, zu viel für euch. Nein, eine 20€ PSN-Karte ist auch drin. Und was es bei meinem allerersten gibt, kriegt ihr gleich als Information. Aber erst die Regeln. So, also erst die Erklärung, sagt man. Und dann kommen die Regeln und dann kommt das der Sound. Aber da kommen wir später noch drauf hin. So, also. Die Regeln. Nee, erst die Erklärung. So. Sorry, ich bin ein bisschen aufgewühlt. Ist für mich das erste Mal, ne? Also vor der Kamera. Mach ich nicht oft. Okay, alles klar. Okay, also. Die Erklärung. Ich habe mir lange überlegt und ich werde. Ich habe mir lange überlegt, so. Es gibt ja haufenweise PS1 bis PS4 Spiele. Und jedes Spiel hat eigentlich einen individuellen Sound. Also zum Beispiel Kampfspiele, Beat'em'up halt, ne, Rennspiele, Rollenspiele, Shooter-Games, alles mögliche. Und ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut, ich habe Call of Duty getestet, ich habe Black getestet, ich habe Battlefield getestet, etc. etc. Zum Beispiel jetzt nur die Shooter-Games, so Rennspiele, Drive Club, Project Cars, The Crew, The Test Drive Unlimited, etc. etc. Und ich habe jetzt einige ausprobiert und ich habe herausgefunden, dass gewisse Spiele gewisse Sounds beinhalten, die sich nicht vergleichen zu anderen Spielen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel, ich fahre mit dem Auto im Drive Club und fahre mit dem Auto in The Crew. Und das sind verschiedene Sounds, wo die gleichen Fahrzeuge sind. Und das ist der Clou dabei jetzt. Ne? Ich werde euch ein Stück eines Spiels vorspielen. Und ihr müsst dann erraten, was es für ein Spiel ist. Spielname, ja, und welche Konsole. Keine Angst, es gibt kein PC, keine Nintendo, keine Dreamcast, keine Emodore oder wie das heißt, keine Ahnung. Ne? Aber das sind halt andere Sachen halt. Ne? Wir spezialisieren uns nur vom PS1 bis PS4. In diesem Bereich werde ich Spiele rausfiltern und euch dann jeden Monat einmal an jedem ersten Tag des Monats ein Gewinnspiel machen daraus. Und ihr müsst dann erraten, welches Spiel das ist, also woher und wann halt, bla 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 bla. Kennen wir ja, haben wir jetzt schon alles erzählt, muss ich jetzt nicht mal wiederholen. Sorry, es ist nicht das erste Mal, dass ich vor der Kamera stehe. Ne? Habe ich, glaube ich, schon erwähnt, ne? Okay, alles klar. Okay, dann die Regeln. Regeln gibt es eigentlich keine. Ihr dürft gerne Google verwenden, ihr dürft alles Mögliche verwenden. Wie gesagt, also ich tue da keine große Begrenzungen reinhauen, weil es ist, ich habe selber mal probiert, es ist schon sau schwer. Schwing schwer. Schwer, schwer, schwer. Schwer, ne? Also, wie gesagt, dann könnt ihr ruhig erstmal ein bisschen was testen und gucken. Und wenn ihr das schafft, bis zum 20. des Monats
einen Kommentar abzugeben mit den, wie gesagt, Spiel, ja, und welche Konsole, oder ja, welche Konsole halt, ne? Wenn ihr das als erstes erraten tut, kriegt auch der Erste den ersten Platz. So, jetzt aber, wenn es jetzt einer, wenn es keiner schaffen sollte, ne? Also nicht gleich versagen, nicht gleich durchdrehen, so, so keine Ahnung, ne? Kennen wir ja. Gibt es für das zweite Quiz dann eine Erweiterung? Das bedeutet also, der Erste kriegt was. Oh, meine Hand ist hier oben. Der Erste kriegt was. Und der Zweite dann. Und wenn es in diesem Monat wieder nicht erraten wird, kriegt dann der Dritte dann das nächste und so weiter und so fort. Aber, ne, jeden Monat gibt es immer einen Preis. Und der Zweite kriegt immer den Preis des vorigen Monats. Und der Dritte dann den vorigen Monats. Ne? Also, die Preise erhöhen sich, die Plätze erhöhen sich in dem Sinne. Also, wenn er diesen Monat jetzt keiner was erraten sollte, kriegt er im nächsten Monat der Zweitplatzierte den Preis vom ersten Monat. So, okay. Dann gibt es eigentlich jetzt nicht mehr viel zu sagen, eigentlich. Das ist, wenn ich jetzt irgendwas vergessen haben sollte oder irgendwelche Informationen fehlen sollten euch, dann würde ich sagen, schreibt in die Kommentare, ich kann es beim nächsten Mal besser machen. Wie gesagt, es ist für mich das erste Mal, aber ich sollte mal sagen, das sollte eigentlich mal lang, ne? Dann würde ich sagen, ach ja, der Preis für diesen Monat, stimmt, hätte ich das glatt vergessen. Der Preis für diesen Monat, wie ich vorhin schon in die Hand hatte, eine 20 € PSN-Karte. Ungelöst, also unaufgerubbelt. Rubbeln. Also. Gut, wie gesagt, eine 20 PSN Euro-Karte, also 20 PSN-Karte gibt es diesen Monat zu gewinnen am August. Das Quiz August. So, hört sich ein bisschen komisch an irgendwie. Alles klar, okay. Wie gesagt, 20 € PSN-Karte gibt es diesmal. Und da würde ich sagen, nicht lange brauchen. Wir sind schon bei 7 Minuten. Und ja, Sound ab. Herzlich willkommen wieder zurück vom Sound. Ich hoffe, ihr habt erraten können, was es ist. Wenn nicht, dann grübelt noch eine Runde, weil es ist schon ein bisschen schwer. Also wie gesagt, am 20. August werde ich dann die Auflösung rausbringen mit Video. Also nicht, dass ihr denkt, jetzt, da hat jetzt irgendwie einen Sound genommen, wo es gar nicht stimmt und so. Nee, nee, nee. Ich tue erst das Video aufnehmen, dann die MP3 daraus erstellen und dann euch zeigen, wie ihr gerade gehört habt. So, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Raten. Wir sehen uns dann am 1. September wieder. Da fängt das neue Quiz an und da gibt es auch die Auflösung. Wie gesagt, bis zum 20. ist der Einsendeschluss. Oh Gott, Mann. Ein Augenblick. So. Meine Stimme. So. Wie gesagt, am 20. ist der Einsendeschluss. Bis dorthin könnt ihr haufenweise kommentieren, posten, alles Mögliche. Und ja, wenn es einer erraten tut, der Erste kriegt die 20 PSN-Karte. Und ab da werde ich am 20. werde ich mit demjenigen in Kontakt treten. Und wie man das macht, das ist noch eine gute Frage. Mir wäre es lieber, wenn es halt eine private Nachricht über YouTube wäre, auf meinem Kanal halt, ne? Weil wäre ein bisschen blöd, wenn man als Kommentar unten reinschreibt, den Facebook-Namen oder Twitter-Namen oder. Ja, oder eine Nummer, eine Handynummer oder sonst was weiter. Das ist dann die Gefahr, dass andere dann plötzlich dann auch die Nummer abschreiben oder den Namen und dann haufenweise Spam. Das will ich ja irgendwie vermeiden. Wie gesagt, ich werde denjenigen auf YouTube anschreiben, wenn er gewonnen hat und der kann mir dann per private Nachrichten dann irgendwie eine andere Plattform anschreiben,
wie man das dann weiter verhandeln können, wie Adresse etc. und das halt verschicken kann. Ne? Oder wie bei jetzt, bei dem jetzt zum Beispiel jetzt, ne? Ich tue einfach ein Live-Video machen oder ich tue mir per Skype halt, gibt es auch halt eine Skype, dass man da hier einfach sagen tut, hier ist schon aufrubbeln, du kannst angucken, unter Dings eingeben und fertig ist die Sache. Ne? So, also kurze Rede, langer Sinn. Ich wünsche euch viel Spaß, drückt euch fest die Daumen. Ich habe nur zwei, aber ich denke mal andere auch. So. So, bevor wir jetzt aber beenden, einen tollen Gruß an meinen geschätzten Pro sowie an die Pro-App von Mobster23, auch YouTuber. Der hat mir geholfen bei der ersten Auswahl des Spiels. Es war ein bisschen random. Ich hatte viele Spiele gehabt. Wie gesagt, ich habe haufenweise Spiele. Also musste ich erstmal ein ordentliches finden. Das ist halt das Problem, halt, um das Gute draus zu finden. Aber wie gesagt, er hat mir geholfen. Vielen Dank an dir und vielen Dank an die Pro-App, die mir auch sehr viel hilft bei meiner YouTube-Szene. Und dafür als Dank helfe ich dir ja auch. Ne? Also wir helfen uns ja gegenseitig. Ne? Also danke dir nochmal vielmals für alles bis jetzt, was wir uns zusammen gemeinsam erreicht haben. So, okay, dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian Angel 3000. An allererste Live-Cam. Das hört sich irgendwie blöd an, irgendwie, keine Ahnung. Gut, okay, also dann. Mein Tiger. So, ciao. Tschüss.